Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Build a Theme Park. Fast hätte ich MC at Work gesagt, aber dann hätte ich die Aufnahme da anfangen müssen. Und deswegen habe ich Let's Build a Theme Park gesagt, nur deswegen, ansonsten, egal, wurscht. Wir sind Folge 124 und wir werden in dieser Folge wieder sehr viel uns mit der Nahrung der Vegetarier beschäftigen. Mit Bäumen. Ja, Vegetarier essen Bäume. Wer das noch nicht wusste, lebt leider hinterm Mond. Das ist ziemlich einleuchtend und weithin bekannt, dass Vegetarier Bäume essen. Ja, wie gesagt, wir werden sehr viel wieder bepflanzen, sehr viel Bäume und so einen Scheiß machen. Uns hier zwischendrin die Aufnahme abspielen. Da werdet ihr dann einen kleinen Cut sehen. Da sitze ich dann erst einmal ohne, dann einmal mit Kappe. Das war dann der Cut. Hat so circa eine halbe Stunde gebraucht, bis ich die Aufnahme wieder gestartet bekommen habe. Damals. Aber sonst machen wir in dieser Folge eigentlich nicht wirklich viel Interessantes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir zoomen wieder rum, damit euch alles schlecht wird, aber das sollte euch ja inzwischen schon nur allzu bekannt sein. Ich habe mir eigentlich überlegt gehabt für die Folge, weil ich halt wusste, die letzte Folge habe ich ja Big B dazu bekommen, mir auszuhelfen beim Kommentieren. Diese Folge mache ich es alleine. Wird aber wahrscheinlich etwa genauso langweilig zu kommentieren, weil ich halt wirklich nichts mache, außer Bäume. Und deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich doch vielleicht mal wieder so etwas Ähnliches wie in Kommentare kommentieren machen könnte. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das Problem ist nur, dass ich zum einen nicht mehr weiß, wann das letzte Kommentare kommentieren war. Und ihr zum anderen auch einfach keine Kommentare mehr schreibt, auf die es sich lohnen würde zu kommentieren. Die paar, wo man wirklich mitarbeiten kann, da habe ich meistens schon drauf geantwortet, beziehungsweise, also entweder drunter geschrieben, beziehungsweise einfach direkt in der nächsten Folge drauf geantwortet. Und jetzt einfach hier Kommentare rauszuholen von absoluten Vollidioten, die irgendwelche Scheiße schreiben, gibt's auch. Wäre aber irgendwie, weiß ich, sinnlos. Keine Ahnung. Sorry, aber... Also kann sein, dass es gleich ein paar Mal knallt oder sowas, weil die Putzfrau gerade draußen den Flur vom Studentenwohnheim, glaube ich zumindest, und die macht es immer sehr laut. Deswegen könnte es passieren, dass ihr gleich mehrere Schläge gegen die Tür hört oder so. Es tut mir leid. Sogar, vielleicht finde ich auch noch irgendwelche lustigen Kommentare. Aber dann ist schon noch gut 6. Hier habe ich so auch schon drauf geantwortet in den Kommentaren, aber kann man trotzdem immer wieder. Wie sehr oft aufkommt eine Frage. Meistens von Leuten, die danach nie wieder kommentieren und wahrscheinlich auch nicht mehr zuschauen. Die Frage war, wie lange machst du das noch mit dem Let's Play? Zwischen Let's Play wird ja quasi mit einem LET und einem Ding, Apostroph heißt das Ding, glaube ich, das Komma halt oben, dann S und dann Play geschrieben. Und in dem Fall mit einem normalen Komma, also Let, Komma, S, Play. Generell ohne Satzzeichen, bis auf dieses eine Komma. Ja, eigentlich, wie lange mache ich dieses Let's Play noch, bis es fertig ist? Relativ einfach. Zumindest war das die Antwort vor 3 Monaten, da wusste ich noch nicht, wie lange der Park noch läuft. Jetzt kann ich euch darauf antworten, noch 2 Wochen. So. Dum, 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 dum. Ja. Kam letzte Woche erst der Kommentar rein. Wenn man den Park downloadet, braucht man selber diese Hacks? Braucht man selber diese Hacks? Und wenn ja, wie bekommt man die? Nein. Das Schöne an einem Hack ist, dass man den ja selber macht. Und dass man damit etwas verändert. Und es wäre ein ziemlicher Scheiß-Hack, wenn ich was verändere.
Und dann bei anderen Leuten, dass sich das nicht verändert ist, sondern die noch das Original. Also, ich weiß nicht, ob du weißt, lieber weiche Nudel, was Hacking bedeutet. Einfach der Grundbegriff Hacking, was ein Hacker ist. Und im Prinzip das, was ich hier in erster Thema mache, ist eine sehr, sehr abgeschwächte Form von dem, was ein Hacker macht. Der Hacker hackt sich zum Beispiel übers Internet in deinen Rechner ein und klaut dir deine Bankdaten und dein ganzes Geld. Auch wenn du den Hack, den er benutzt, nicht selber besitzt. Weil man Hacks nicht besitzen kann. Das, was ich mache, ist im Endeffekt nur, dass ich die Spieldatei manipuliere, um Sachen mit dem Spiel machen zu können, die man eigentlich nicht machen kann. Wenn du den Park später irgendwann runterlädst, dann ist das alles da schon drinne. Du brauchst nichts zu machen. Du musst dir keine Hacks runterladen, was man nicht kann. Du musst diese Hacks auch nicht alle selbstständig wiederholen, um den Park zu öffnen, was nicht geht. Du musst einfach nur den Park runterladen. Das ist eine relativ einfache Sache. So, gucken wir mal, ob ich irgendwas anderes Lustiges finde. Also lustig, so in Anführungszeichen. Hier, da hat Stefan schon drauf geantwortet. Aber ich sag trotzdem, wir haben unter dem Head-to-Head-Finals Video, das wir gemacht haben. Da kam der liebe Anton Dude. Ich weiß nicht, ob du dazu guckst, Anton Dude, aber hallo, musst es leider dran glauben. Der hat erste Diskussion vom Zaun gebrochen, ob es ein drittes Erweiterungspack für RCT 2 gibt. Nein, gibt's nicht. Nein. Und dann hat er danach noch gesagt, oder behauptet, dass die beiden Erweiterungen für RCT 2 sind, gut sein sollen. Das ist auch falsch. Was auch immer du gehört hast, das ist falsch. Ganz böse. Schlecht. Ganz schlecht. Und dann kam irgendwann, ein paar Wochen später, nochmal eine zweite Frage von ihm unter demselben Video. Warum habt ihr für sowas eigentlich keinen Zweitkanal? Stefan hat da eigentlich schon geantwortet, weil es komplett unnötig ist. Es ist einfach so. Wenn man einen Kanal hat auf YouTube, in dem man sich eigentlich, bis auf wenige Ausnahmen, ausschließlich mit RCT 2 beschäftigt, dann braucht man, glaube ich, für ein Video über einen RCT 2 Park keinen Zweitkanal. Also, ich meine, das ist so ähnlich, wie wenn ein Fußballverein eine Mannschaft stellt in der Bundesliga und dann irgendwann entschließt, die Stürmer in einen extra Verein zu stellen. Man spielt quasi eine Mannschaft nur die Verteidiger, eine Mannschaft nur die Mittelfeldspieler, eine Mannschaft nur die Stürmer. Und gut, der Torwart, der hat dann halt Probleme, weil er halt alleine ist. Ne? Das macht doch keinen Sinn. Das ist genauso Schwachsinn, ob ich, keine Ahnung, die Dinge, wenn wir bauen, einen extra Kanal machen und wenn wir was zeigen, einen extra Kanal machen. Weißt, das lohnt sich vielleicht, wenn wir 2 Milliarden Abonnenten haben. Und es wirklich 1 Milliarde von denen sich ausschließlich für die Vorstellungen interessiert und 1 Milliarde ausschließlich für den Bau. Dann würde sich das unter Umständen lohnen. Aber bei 600 Abonnenten, von denen vielleicht 10 regelmäßig zuschauen, einen Zweitkanal zu erstellen für etwas, was von den 10 Leuten vielleicht alle interessiert, das macht doch keinen Sinn. Also, finde ich. So, so viel dazu, was gibt's noch? Dumm. Hier vor 8 Monaten unter einem Livestream. VOD, DJ Bestie. Ich finde es immer so witzig, wie MCI manchmal von Stefan genervt ist. Habe ich zwar auch schon drunter geantwortet, aber manchmal ist ein sehr dehnbarer Begriff. Stelle ich einfach so in den Raum, könnt ihr euch selber entscheiden, wie man das auffassen will.
Ja gut, ich glaube, das war's. Sonst kommt mir wieder Flucht zur Furcht. Nee. Dann hätte, ne, so ab da waren wir irgendwie so durch. Ja. So viel da dazu. Oder so ähnlich. Was kann man sonst noch so erzählen euch? Ich weiß es nicht. Es wird am Sonntag höchstwahrscheinlich keine MC at Work Folge geben, sein. Ich habe nachher noch spontan Bock, eine aufzunehmen. Weil ich morgen früh, also morgen früh ist jetzt quasi Donnerstagmorgen, also gestern früh, zu einem Kumpel nach Lübeck fahre und da übers Wochenende bleibe und erst am Montag wiederkomme. Und ich habe hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich noch dazu komme, eine MC at Work Folge für den Sonntag aufzunehmen oder nicht. Aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, ansonsten geht es nicht so ganz normal mit MC, mit Lidbeb weiter. Und vielleicht machen wir auch mal wieder eine Parkvorstellung. Weil gerade gestern Mittwoch, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, sagen wir es mal so, ist auf NE ein neuer, ziemlich großer NCSO-Park rausgekommen von dem Gurt CSW. Und da werden wir dann höchstens, also werde ich zumindest gucken, vielleicht kriege ich Stefan dazu, dass er auch mitmacht. Werde ich auf alle Fälle Parkvorstellung zu dem Teil machen. Das ist ein sehr großer Park ist, auf den viele Menschen sehr lange gewartet haben. Ich bin einfach mal gespannt, wie der Ingame aussieht. Ich habe mir noch nicht Ingame angeguckt. As of now. Werde ich nachher wahrscheinlich mal machen. Ja, mal gucken. Gucken, was da so geht. Ist es so ein bisschen Konkurrenzprodukt zu Let's Play Theme Park, weil die beiden Parks sind ja relativ, also waren ja plus minus gleichzeitig in der Warteschlange. Also ich glaube, er hat seinen Park eine Woche vor mir eingeschickt oder so. Also wir sind relativ gleichzeitig fertig geworden mit unseren Parks. Wir haben beide NCSO-Parks gebaut und die Parks sind auch ungefähr gleich groß, glaube ich. Ich könnte sein, dass seine Map ein bisschen größer ist, aber er hat auch einen riesigen See in der Mitte und ich nicht, deswegen. Also im Vergleich zu meinem See ist sein See riesig. Also nur damit du so ein bisschen Bescheid wisst. Mal gucken, welcher Park besser ankommt in der Community, wer besser bewertet wird und sowas. Ist vielleicht ganz interessant, da mal zu gucken. Und so. So, wir sind fast durch. Wir haben in der Folge, wie gesagt, gut, was wir gemacht haben, ist den Lockflamm connected, aber da muss man jetzt, glaube ich, nicht allzu viel drüber sagen. War auch nicht allzu spektakulär, außer dass es mir am Ende den halben Park zerlegt hat, deswegen. Aber das ist eine andere Geschichte für ein andermal. Wir sehen uns dann demnächst wieder nächste Woche bei Let's Play Theme Park. Bis dahin, Leute, haltet die Ohren steif, macht es gut, folgt uns auf Social Media. Ich sag's immer wieder, Immer wieder. Und ja, wir sehen uns dann. Also macht es gut, bis bald und auf Wiedersehen.